Ich habe heute für euch 10 Bücher, die im Februar noch erscheinen. Es sind dabei Science-Fiction, Thriller, Literatur oder eine Mischung daraus. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, ich konnte es natürlich nicht lassen. Ich habe auch für den Februar, auch wenn ich mal wieder ein bisschen spät dran bin, Neuerscheinungen rausgesucht, weil für mich ist das immer so wie Bücher kaufen schon fast. Und es sind so tolle Bücher dabei. Ich kann mich wirklich kaum zurückhalten. Aber ich habe mir wirklich fest was vorgenommen mit meinem Sub. Und ich möchte diese Bücher in diesem Video verewigen, damit ich mich daran erinnere, dass ich diese Bücher auf jeden Fall anlesen möchte. Und ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen damit anfixen. Und ja, wir starten einfach mal mit dem ersten Buch. Das ist bereits erschienen, das ist am 8.2. erschienen. Es ist ein Thriller, es heißt Safe Place und ja, mit dem Beititel Du denkst, du bist hier sicher. Und das ist geschrieben von Christina Alger und das wird als Taschenbuch im Penguin Verlag erscheinen und hat 320 Seiten. Agentin Nell Flynn war eine FBI-Agentin für 10 Jahre lang. Und kommt aus Long Island. Das hat sie eigentlich hinter sich gelassen. Doch ihr Vater stirbt und der war ein renommierter Ermittler der Mordkommission. Und der stirbt tatsächlich bei einem Motorradunfall. Ja, ihr bleibt nichts anderes übrig. Sie muss zurück nach Suffolk County und möchte sich um seinen Nachlass dort kümmern. Aber es kommt natürlich immer anders, als man denkt. Es wird eine Leiche gefunden. Und die Leiche der Frau, die sieht ihrer Mutter ähnlich, die selber vor 20 Jahren ermordet worden ist. Und das ist auch nicht das erste Opfer. Dann fängt Nell an zu ermitteln. Ja, und sie muss feststellen, dass einige Beweise und Hinweise zurück in ihr eigenes Zuhause führen, und zwar zu ihrem Vater. Also ich muss sagen, das klingt einfach so interessant, dass ich das einfach mit auf diese Liste bringen musste. Und ich glaube, die Umgebung, in der es spielt, die könnte auch sehr atmosphärisch sein. Und gerade, dass die Leiche, die gefunden wird, aussieht wie ihre Mutter. Das war, glaube ich, das, was mich letztendlich getriggert hat. Denn ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was es irgendwie damit auf sich haben könnte. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich warte vielleicht erstmal so ein, zwei Stimmen ab. Ich hoffe, von euch möchte das jemand lesen oder jemand anders aus der Community liest es, sodass ich mir ein Bild davon machen kann. Und vielleicht lese ich es auch spontan, ich weiß es nicht, aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, das nächste Buch erscheint am 14.02. und ja, ein ganz anderes Genre. Es heißt Dein falsches Herz. Und ist geschrieben von Stephanie Scott, wird im Goldmann Verlag erscheinen und hat 448 Seiten. Es ist ein Buch aus der asiatischen Kultur. Es geht um eine Anwältin aus Tokio. Sie denkt an einen letzten Sommertag am Strand, an ein liebevolles Lächeln und an andere bruchstückhafte Erinnerungen. Denn es ist alles, was ihr von ihrer geliebten Mutter Rina geblieben ist. Sie wuchs nach deren Tod als kleines Mädchen bei dem Großvater auf und hat eigentlich nie irgendwas Genaueres über das Schicksal ihrer Mutter erfahren. Ja, Jahre später kommt dann ein sehr mysteriöser Anruf und der weckt ihre Neugier und sie macht sich auf der Suche nach der wahren Geschichte ihrer Mutter. Was sie findet, ist eine große verbotene Liebe, ein tragischer Verrat und der Hinweis auf ein furchtbares Verbrechen. Also es klingt ein bisschen nach Genre-Mix, wenn man so Verbrechen hört und wenn die Liebe eine Rolle spielt. Ich bin gespannt, was es mit der verbotenen Liebe an der Stelle auf sich hat und kann mir darunter bis jetzt noch nicht so richtig was vorstellen, aber genau deswegen interessiert es mich, weil es einfach so viele Aspekte hat, die super interessant sein können, aus der sich ganz viel Spannung ergeben kann. Bisher hatte ich mit asiatischer Lektüre noch nicht ganz so viel Erfolg, aber nichtsdestotrotz möchte ich das weiter probieren. Und ich denke auch, dass mittlerweile auch durch Andrea Wintermädchen zum Beispiel da ja auch eine sehr große Lücke geschlossen wurde hier im Bereich von BookTube. Und ja, ich gebe nicht auf, ich möchte auch nochmal asiatische Kultur und asiatische Bücher vor allem etwas näher kennenlernen und deswegen ist dieses Buch mit hier reingerutscht, weil es einfach unheimlich interessant klingt. Der nächste Schmöker erscheint auch am 14.02. Es geht wieder um einen Thriller, das heißt
Der frühe Tod und ist geschrieben von Zoe Beck aus dem Suhrkamp Verlag. Das wird 327 Seiten haben. Und ihr seht das Cover. Ich meine, es ist ja eigentlich schon ziemlich klar, warum mir dieses Buch aufgefallen ist. Was man nämlich dort sieht, ist die Princess Street von Edinburgh. Und genau an diesem Platz, wo dieses Foto geschossen wurde oder das Bild gemalt wurde, keine Ahnung. Dort stand ich auch schon. Und deswegen sind allein schon meine Augen auf diesem Cover kleben geblieben. Als ich dann den Klappentext gelesen habe, wusste ich, okay, das hat Potenzial. Es geht um eine Frau, die heißt Caitlin und die ist joggen draußen. Und dort macht sie eine furchtbare Entdeckung. Es liegt nämlich ein toter Mann vor ihr im Gebüsch. Und dieser tote Mann ist ihr kein Unbekannter. Es ist niemand weniger als ihr Ex-Mann. Und sie hatte gehofft, diesen Ex-Mann nie wiedersehen zu müssen. Ja, sie ist von London in die schottischen Highlands gezogen, um eigentlich mit ihrer Vergangenheit abzuschließen und vor allem vor ihr zu fliehen. Ja, aber wer hätte irgendwie Motiv haben können, ihn zu töten, außer Caitlin selbst? Also ich denke mal, es geht auch sehr viel um die Geschichte zwischen Caitlin und ihrem Ex-Mann. Und vielleicht ist es auch sowas, dass sie da irgendwas unterdrückt und das kommt dann nach und nach raus. Was ich natürlich sehr hoffe, ist, dass Schottland in diesem Buch eine große Rolle spielt. Und ja, ich bin gespannt, was dahinter steckt. Und es ist ein literarischer Thriller, auch aus dem Verlag von Suhrkamp. Da ist ja jetzt eigentlich nichts dabei, was so richtig dem Mainstream entspricht. Und das könnte echt mal ein Thriller sein, der mir gut gefällt und bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und ja, ich freue mich drauf. Und wiederum am 14.02. Erscheint ein Buch, was ich auch unbedingt lesen möchte. Das heißt nämlich Stürzen, Liegen, Stehen. Und allein der Titel ist schon super. Das ist geschrieben von John McGregor, hat 336 Seiten und wird im Liebeskind Verlag erscheinen. Es geht um drei Männer. Die reisen auf eine Station auf Alexander Island und das ist in der Antarktis. Zwei von ihnen sind Geowissenschaftler und die wollen veraltete Kartografierungen einfach auf den neuesten Stand bringen. Das ist also der Grund, warum sie dort hin möchten. Dann gibt es noch Robert Wright, das ist der Stationsleiter. Die drei sind also auf der Exkursion und dort kommt ein schwerer Sturm auf und es kommt zur Katastrophe. Die drei Männer, die verlieren im dichten Schnee, treiben sogar Sichtkontakt. Plötzlich ist jeder auf sich allein gestellt und Robert schafft es zunächst allein zurück zur Station. Dort angekommen, reagiert er aber nicht auf die Funksprüche der beiden anderen und fordert auch keine Hilfe bei der Basisstation an. Eigentlich sieht das nämlich das Notfallprotokoll so vor, aber irgendwie ist etwas mit ihm, was nicht so in Ordnung ist. Er wird evakuiert und in ein Krankenhaus in Santiago de Chile gebracht und seine Frau Anna reist nach. Seine Frau kümmert sich dann anschließend um ihn, aber er hat sein Sprachvermögen verloren und es ist nicht so ganz klar, was eigentlich wirklich auf dieser Station passiert ist. Es ist, sage ich mal, für so ein kurzes Buch ganz schön viel Info, die man da so bekommt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht eine komplette Inhaltsangabe von dem Buch, aber was mich natürlich interessiert ist, was ist dort passiert? Steht dieser Mann unter Schock? Was ist mit den anderen beiden Männern? Wie ist das mit seinen Erinnerungen? Was hat er für ein Trauma? Wie äußert sich das bei ihm? Das will ich natürlich alles wissen und das ist das, was mich an diesem Buch so reizt und das steht auch ganz oben auf meiner Liste und ja, es ist einfach bedauerlich, dass man nicht alles lesen kann, was man möchte. Weil das würde ich auch gerne sofort loslesen, um einfach meine Fragen, die mir so sehr ja, brennen, die möchte ich beantwortet bekommen. Vor allen Dingen von dem kühlen Eis. Das nächste Buch, auch wieder grandios, erscheint am 16.02., heißt Das Vorkommnis von Julia Schoch. Und die gebundene Ausgabe wird süße 192 Seiten haben und bei DTV erscheinen. Eine Frau wird von einer fremden Frau auf der Straße angesprochen und die behauptet, die beiden hätten denselben Vater. Diese Begegnung, die ist zwar flüchtig, sie bleibt auch flüchtig, aber sie löst in unserer Protagonistin eine ganze Welle von Emotionen aus. Es drängen sich ihr lauter Fragen auf. Es geht dabei um die Ehe, es geht um Mutterschaft, es geht um Adoption und Familiengeheimnisse und es geht um die natürlich ganz große Wahrheit überhaupt. Es ist ein autofiktionales Buch, das heißt also, dass
Erfahrungen der Autorin hier mit reinfließen. Ich selber schreibe ja auch ein autofiktionales Buch, deswegen ist dieses Wort autofiktional für mich immer sehr interessant. Diese Themen, die sie anspricht und über die sie wahrscheinlich mehr sinniert, als dass es eine sehr große plotgetriebene Geschichte wäre, interessieren mich sehr. Also es ist einfach das, worauf ich im Moment abfahre, könnte man sagen. Deswegen ja, ist es bei mir auf der Liste gelandet und ich bin sehr, sehr interessiert daran. Und ich bin sehr, sehr interessiert daran, ja, wie sie diesen Stoff zu fesselnder Literatur macht. Am 19.02. kommt ein Buch der etwas anderen Art heraus. Das heißt Athos 2643 und ist geschrieben von Niels Westerbøer. Das Ganze erscheint im Klett-Cotta Verlag, hat 432 Seiten und ist natürlich ziemlich eindeutig ein Science-Fiction-Roman. Es geht in diesem Buch um den kleinen Neptunmond Athos. Dort stirbt ein Mönch. Und Rüd Kartheiser, das ist ein Inquisitor und Spezialist für lebenserhaltende künstliche Intelligenzen, ermittelt in diesem Mordfall. Anscheinend ist es einer. Er hat eine Assistentin und sie heißt Zack. Schön, intelligent und bedingungslos gehorsam, denn sie ist ein Hologramm. Für Rüd ist das die perfekte Frau. Ja, doch das Kloster des Athos verbirgt ein altes, dunkles Geheimnis. Rüd erkennt, um zu überleben, muss er Zack freischalten. Wow, also die Geschichte hört sich einfach grandios an. Ja, mehr kann ich nicht sagen, deswegen möchte ich sie eigentlich unbedingt lesen. Ich hoffe, ich komme bald dazu. Sci-Fi kann unheimlich toll sein und ich weiß gar nicht, warum dieses Genre von so wenig Leuten belesen wird, beziehungsweise ich hatte früher immer den Eindruck, dass es halt immer darum geht, irgendwie mit Laserpistolen auf dem Mars rumzuschießen und dass das eigentlich nur eine Geschichte ist, die genauso gut auf der Erde stattfinden könnte, aber eben einfach auf einem anderen Planeten mit irgendwelchen Plasmawaffen stattfindet, so ein bisschen à la Star Wars, habe ich übrigens nie gesehen und alle Star Wars Fans, nehmt es mir nicht übel. Ja, ich suche immer so ein bisschen nach der anderen Art von Sci-Fi, die halt auch Technologien ein bisschen als Gedankenexperiment weiterführt. Aber hier geht es ja auch um ein Kloster, das halt was ganz Ursprüngliches, was der Mensch für sich vor Jahrtausenden bereits irgendwie beschlossen hat, dass es für ihn wichtig ist, hat immer noch Bestand. Und ach, das sind alles so Aspekte, die finde ich unheimlich interessant. Und ja, ich hoffe echt, ich kriege das Buch irgendwie bald mal angelesen und kann mir das dann auch mal durchlesen. Auch ein Buch, was genau in mein Beuteschema passt. Am 19.02. wird Unser Teil der Nacht von Mariana Enriquez erscheinen. Und zwar im Tropenverlag, hat 832 viele Seiten und jetzt passt auf, das Ganze ist im Genre Mythologie, Science-Fiction und Alternativweltgeschichten sowie bei okkulten Romanen gelistet. Eigentlich hört sich es ein bisschen mehr so nach einem klassischen, mehr oder weniger Kriegsgeschehensbuch an, aber es ist es anscheinend nicht. Ein Vater und ein Sohn fahren quer durch Argentinien, als wären sie auf der Flucht. Aber wohin wollen sie? Vor wem fliehen sie? Es sind die Jahre der Militärjunta. Die Menschen verschwinden spurlos und überall lauert Gefahr. Sein Vater versucht, den jungen Gaspar vor dem Schicksal zu schützen, das ihm zugedacht ist, seit seine Mutter unter unerklärten Umständen gestorben ist. Bei einem Unfall, der eben vielleicht keiner war. Wie sein Vater Juan soll Gaspar einem Geheimbund, genannt der Orden, als Medium dienen. Mit grausamen Ritualen versuchen sie, dem Geheimnis des ewigen Lebens auf die Spur zu kommen. Doch der Preis ist zu hoch und der körperliche und geistige Verfall schnell und unerbittlich, wie Juan weiß. Also er scheint damit irgendwas zu tun zu haben. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Okkulte, Sekten, Flucht, vielleicht eine Zukunftsvision, vielleicht ist es auch wie Science Fiction in einer ganz anderen Welt spielt, gar nicht auf Planet Erde oder so. Oder eben auf einer anderen Version von der Erde. Also so viele Sachen, die mich daran interessieren. Dann dieser spanische Einfluss, den finde ich super interessant. Ich lerne ja gerade Spanisch und ach, ich würde es ja am liebsten auf Spanisch lesen, aber das ist natürlich noch viel zu weit hergeholt. So weit bin ich noch nicht mit meiner Sprache. Aber wahnsinnig, was für ein Klappentext.
was für ein Cover. Also alles daran interessiert mich und zieht mich hin. Ich weiß nicht, wie ich im Moment ein 800-Seiten-Buch unterbringen soll, aber ich möchte es unbedingt lesen. Dann das dritte Buch aus dem gleichen Verlag erscheint am 19.02. und es heißt Auf der Straße heißen wir anders und das hat geschrieben Laura So. Ich probiere es gar nicht erst, das auszusprechen. Also auch im Klett-Cotta Verlag wird das erscheinen, hat 240 Seiten und ist Gegenwartsliteratur. Es geht um Carla und ihre Familie, die wissen, wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören. Carla erlebt das als Kind in Bremen-Nord. Ihr Vater Avi in der Klosterschule in Jerusalem und die Großmutter Mariam als Gastarbeiterin in Deutschland. Die Urgroßmutter Armine auf den Straßen von Istanbul. Und das Ganze soll einfühlsam und mit feinem Humor geschrieben sein. Und es werden dort die verzweigten Pfade der armenischen Familie und deren Erfahrungen aufgezeigt. Also Thematik ist super interessant. Ich denke, dass dieses Wurzellose, was sie dort versucht zu erörtern, so viele Menschen betrifft. Das muss ja nicht nur immer sein, dass man eben aus einem anderen Land kommt und irgendwo einwandert und sich weder zu dem ursprünglichen Land, wo man geboren wurde oder wo eben die Eltern geboren wurden, nicht zugehörig fühlt, aber genauso wenig wie eben in das Land, wo man eingewandert ist. Das finden wir auf der ganzen Welt. Das ist ein so wichtiges Thema und ich finde es gut, wenn darüber auch immer und immer wieder geredet wird. Es ist natürlich auch ein sehr ernstes Thema, aber super interessant und deswegen ist das Buch auch hier mit aufgetaucht und kann vielleicht dem einen oder anderen bei seinem Identitätsproblem helfen. Das würde ich mir wünschen. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen so. Es gibt Dinge, die kann man natürlich nicht ändern, aber man kann sie vielleicht ein bisschen leichter machen, indem man anderen Menschen davon erzählt, dass man nicht alleine ist oder dass sie nicht alleine sind. Und so ein bisschen schätze ich das Buch ein. Deswegen klingt es super interessant für mich und ist deswegen hier in dem Video gelandet. Der nächste Titel erscheint am 22.02. und heißt Fallstudie. Und allein schon dieser Titel, der ist super, also ein ganz toller Titel für ein Buch, ist geschrieben von Graeme Macrae-Burnet. Ich weiß nicht, ob das Französisch ist oder nicht und ich bin mir sicher, ich habe da irgendwas gerade falsch ausgesprochen. Das Ganze erscheint im Kamper Verlag und hat 368 Seiten und ja, ist auch im Genre Gegenwartsliteratur gelistet. Im Herbst 1963 ist Veronika am Bridge Approach in Kempten von einer Überführung gesprungen und vom 4.45 Uhr Zug nach High Barnet überfahren worden. Ja, niemand hätte ihr das zugetraut, am wenigsten ihre eigene Schwester. Und so wird dieselbe bei Dr. Braithwaite, Veronikas charismatischen Therapeuten, vorstellig, allerdings unter einem falschen Namen. Ja, sie ist eine zutiefst aufgewühlte Patientin und heißt Rebecca Smith. Sie ist entschlossen, der seltsamen Beziehung zwischen Braithwaite und Veronica, ihrer Schwester, auf den Grund zu gehen und die Umstände ihres Selbstmordes ihrer Schwester zu klären. Wird sie die Darstellung des Psychologen überzeugen? Eine sehr, sehr interessante Frage. Das Ganze ist wahrscheinlich so ein Katz-Maus-Spiel zwischen Therapeuten und seiner Patientin. Was ist da wahr und was ist da Täuschung? Wer ist überhaupt wer und was kann man überhaupt wem glauben? Also ich glaube, dieses Buch, was ich glaube, ist, dass es für sehr viel Verwirrung sorgen kann. Und ganz spontan kommt mir da so das Buch Vater Unser von Angela Lehner in den Sinn, denn so ähnlich funktionierte das auch. Also dort gab es eine sehr unzuverlässige Erzählerin. Und das hat mich total gereizt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und vielleicht funktioniert das in diesem Buch ähnlich und vielleicht kommt natürlich am Ende etwas raus, was man am Anfang gar nicht erwarten kann. Und es klingt super interessant und auch das Setting interessiert mich sehr und ein tolles Buch, was in ein Neuerscheinungsvideo gehört. Also, ich kann mich eigentlich nicht entscheiden, aber wenn ich es müsste, ich glaube, das nächste Buch wäre das, was ich mir als erstes kaufen wollen würde, wenn denn die Leseprobe ganz gut ist. Es erscheint am 23.02., heißt 16 Pferde und ist geschrieben von Greg Buchanan. Das Ganze wird im S. Fischer Verlag erscheinen und hat 448 Seiten und ist ein literarischer Krimi.
Und es geht um 16 Pferdeköpfe. Die werden auf der Farm des sterbenden englischen Küstenorts Ilmarsh entdeckt. Sie sind kreisförmig eingegraben in den Ackerboden und nur ein einziges Auge blickt in die rote Wintersonne. Keine Ahnung, es klingt auch sehr okkult. Es gibt eine Veterinärforensikerin und sie heißt Dr. Cooper Allen. Die wird zum Tatort gerufen. Ja, früher wollte sie eigentlich Tierleben retten und heute diagnostiziert sie ihren Tod. Aber dann entspinnt sich eine unvorhergesehene Kette weiterer Verbrechen durch die Kadaver in der Erde, verbreitet sich eine Infektion. Die Gemeinde wird unter Quarantäne gestellt. Unsere Außenseiterin soll mit dem örtlichen Polizisten Alec Nichols die schockierenden Fälle aufdecken. Ja, was ist, wenn das Böse nicht nur im Boden lauert, sondern in den Menschen selbst? Etwas Böses, das allen immer tiefer in einen Strudel aus Schuld und Vergeltung hinabzieht. Wow, klingt sehr apokalyptisch und episch und ich muss sagen, ein kleiner Küstenort in England, da bin ich immer sehr zu Hause, wenn ein Buch dort spielt. Was es mit diesen Pferdeköpfen auf sich hat, weiß ich nicht, aber es klingt ganz, ganz schräg und gruselig und ich erhoffe mir tatsächlich von dem Buch auch ein bisschen was. Und also in dieser Richtung, in dieser Atmosphäre meine ich natürlich. Und ich weiß nicht, also das hat mich so gepackt, als ich das gelesen habe, dass ich das am liebsten sofort in den Warenkorb gepackt hätte, aber ich habe mich noch zurückgehalten. Sowas kann auch immer sehr nach hinten losgehen, wenn man sich das durchliest und dann eben so eine große Erwartungshaltung hat. Aber es klingt doch wirklich so, als ob ich das sofort lesen müsste. Und ich bin fast schon ein bisschen verzweifelt, warum ich das nicht einfach jetzt mache. Ja, so könnte man das sagen. So, ihr Lieben, das Video ist vorbei. Es waren eine ganze Menge Bücher dabei. Und was ich natürlich von euch wissen möchte, welches Buch sagt euch am meisten zu? Gibt es vielleicht ein Buch, was ihr schon gekauft hat aus der Liste und gibt es eine Neuerscheinung, die ich übersehen habe für den Februar, dann schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer eine wundervolle Lesezeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Inspiration. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.